Hey Leute, soll ich mir die Haare schneiden? Was sagt ihr? Die sind ja ein bisschen lang. Schreibt es in die Kommentare, ja? Und wenn ihr sagt, nicht schneiden, dann schneide ich die nicht. Und wenn ihr sagt, schneiden, dann schneide ich die. Okay? Danke, ich freue mich auf eure Kommentare und Facebook-Page und sowas alles. Ja, hallo liebe Leute. Das Wichtigste zuerst, meine Haare. Soll ich sie schneiden? Das kann doch scheißegal sein, was Zuschauer dazu sagen, ja? Also dieses Video ist ein spontanes Video, wieder relativ konzeptfrei. Fehler inbegriffen, wie bei jeder meiner Videos, wie in jedem meiner Videos. Egal, scheiß drauf. Ja, das ist doch cool, wenn Herr Tutorial fragt, soll ich mir die Haare schneiden? Oder wie heißt der nochmal? Flo Vlogged? Ja, tolles Video, echt sinnvoll. Du kannst viele Leute erreichen und fragst, soll ich mir die Haare schneiden? Damit du natürlich Kommentare bekommst. Ich würde niemals die Zuschauer fragen, ob ich mir die Haare schneiden soll oder nicht, denn ich habe einen Penis und kann selber entscheiden. Herr Tutorial, was ist nun mit dir los? Und den ganzen anderen. Ich weiß nicht, wie viele das machen, aber bestimmt gibt es mehrere, die fragen, was ist mit meiner Frisur? Wie findet ihr die? Ist die Frisur gut oder soll ich wieder vorher oder wie vorher eine andere Frisur? Oh, ihr Schwachköpfe. So, jetzt kommen wir zum Hauptthema. Koni 2012 und ACTA. Was ist mit ACTA? ACTA ist durchgesetzt. Nein, es ist nicht durchgesetzt. Es ist jetzt relativ ruhig geworden. Was habt ihr denn dafür getan? Genau, Videos von Herr Tutorial und so geteilt, diese ACTA-Videos. Und dann habt ihr euer Gewissen beruhigt. Alles ist gut. Ja, ich habe das Video geteilt. Alle wissen, was ACTA ist. Und bei Koni genauso. Die Leute sagen, ey, lasst uns ein Zeichen setzen. Verbreitet dieses Video auf Facebook. Sagt euren Freunden. Ja, cool, wenn man mit YouTube Geld verdient. Und dann kommt doch ACTA oder sowas wie Koni 2012 gerade recht, um noch mehr Geld zu verdienen. Ist das nicht toll? Natürlich ist das toll. Ich verdiene kein Geld damit. Natürlich könnte ich jetzt auch immer sagen, ey, teilt dieses Video mit dem Vorwand, möglichst, damit ihr möglichst viele Menschen aufklärt. Aber indirekt könnte es ja auch sein, mehr Abonnenten gewinnen, weil ich verdiene ja kein Geld mit YouTube. Ne? Monetarisierung mache ich alles nicht, YouTube-Partner ist recht nicht, aber das könnte man ja denken. Aber ich sage es nicht. Ich sage es nicht. Warum ich das mit Koni und ACTA so scheiße finde, naja, könnt ihr euch überhaupt um euch selbst kümmern, ja? Macht ihr überhaupt eure Hausaufgaben? Kriegt ihr euren Arsch hoch, um den Müll rauszubringen? Nein? Wie wollt ihr dann Koni oder bei ACTA irgendwas bewirken? Okay, ich war nicht auf der ACTA-Demo. Ja, tut mir leid. Ich habe was mit einem Kumpel gemacht an dem Tag. Aber ihr habt bestimmt nicht mehr gemacht. Vor allem, wenn ihr mich jetzt beleidigt. Das ist sehr produktiv. Du hast ja gar nicht gegen ACTA getan. Ja, und dein Kommentar macht auch viel gegen ACTA. In einem anderen Land herrschen katastrophale Bedingungen. Ah, ja, ich mache mal ein Video darüber. Ja, ich teile das und alles wieder gut. Nein, was wollt ihr? Wir wissen alle, dass es Scheiß, dass Scheiß auf der Welt passiert, Scheiß auf der Welt gibt. Ja, eigentlich auch. Guck dich an. Was bringt das, wenn ich sage, ey, da hinten geht's jemandem schlecht. Verbreite mal mein Video. Der Zuschauer weiß Bescheid. So und so ist es. Ja, schlecht. Oh, der Junge tut mir leid. Oder die Menschen tun mir leid. Ah, scheiße, was soll man machen? Ich verbreite erstmal das Video. Ja, was hast du sonst gemacht? Nichts. Wie willst du dich um andere Leute kümmern, wenn du dich nicht mal um dich selbst kümmern kannst? Was jeder machen sollte oder was sinnvoller wäre, anstatt auf irgendwelche Sachen hinzudeuten, die, sagen wir mal, im Ausland passieren oder in der Nachbarstadt, sagen wir mal so, sollte man sich um sich selbst kümmern. Um die eigene Stadt. Ja, genau, um seine Mitmenschen, um Umfeld, Familie, Nachbarn. Verwandte, Bekannte in derselben Stadt. Stell dir vor, es gibt Jugendliche, die randalieren, weil sie es nicht einfach besser wissen, weil sie nichts zu tun haben. Ja, dann zieh deine Hose an und geh zum Rathaus und kläre das da. Ja, können wir eine Halle bekommen oder irgendeinen Raum, wo sich die Jugendlichen beschäftigen, treffen können. Irgendwas anderes, irgendwelche Aktivitäten planen, aber nicht sowas wie Koni oder ACTA. Ja, ich mach mal ein Video, alles ist gut, ich teile das, alles ist gut. Was willst du denn erreichen da irgendwo in einem anderen Land, wenn ein Kind verhungert? Ein Video teilen, dann ist gut, nein. Und spenden geht ja auch nicht immer. Man weiß ja nicht, ja, kommen die Spenden wirklich an? Nein. Geh zur Schule, mach deine Ausbildung, geh studieren, irgendwas, verdien dein Geld, dann kannst du spenden. So, und wenn du Urlaub hast oder sonst engagiert bist, fliegst du dahin, ja, genau, opferst deinen Urlaub und hilfst da wirklich mit. Und guckst, ob die Spenden ankommen oder so irgendwas. Aber nicht diese Scheiße hier. Ja, das ist so scheiße. Nein, oh mein Gott. Ja, natürlich, wir könnten ja auch dann gleich uns über jede Einzelheit aufregen oder bei jedem Toten weinen, ja. Oh, da ist jemand gestorben. Ja, täglich sterben Menschen. Jede Minute, ja, ich weiß nicht, jede Minute. Irgendwo stirbt immer jemand. Willst du das wirklich genau wissen? Nein. Wozu? Medien bestehen genug aus schlechten Nachrichten, nicht wahr? Schlechte Nachrichten ziehen mehr Zuschauer an. Lieber Tote erwähnen als irgendwelche glücklichen Menschen. Wozu denn? Nein, Tote bringen mehr Einschaltquoten. Ich freue mich schon auf das Gehate und die neidischen Leute. Was machst du denn hier? Bist du so kontraproduktiv? Findest die großen YouTuber nur scheiße? Ja, was habe ich denn davon, wenn ich sie schlecht mache? Glaubst du, ich mache mir dadurch mehr Freunde oder Abonnenten? Nein, das ist mir scheißegal. Ich mache meine Videos und wenn es jemandem gefällt, gut. Wenn es nicht gefällt, auch gut. Kreativität, freien Lauf lassen.
Mehr ist YouTube für mich nicht. Und wenn ich mal Bock habe auf ernste Sachen, mache ich ernste Sachen. Wenn ich Bock auf lustige Sachen mache, mache ich lustige Sachen. Falls sie überhaupt lustig anzusehen sind. Und wenn ich Bock habe auf Scheiße, mache ich einfach Scheiße, ja. Ich gehe zur Toilette und kacke, ja. Du willst jetzt auch darüber einen Kommentar machen. Boah, war der Spruch schlecht. Ja, darauf freue ich mich auch schon. Wieso braucht ihr einen YouTuber, der euch sagt, was in der Welt draußen los ist? Koni 2012, Akte. Okay, Koni, davor habe ich auch nichts gewusst. Ja, tut mir leid. Aber was bringt mir das, wenn ich es jetzt weiß? Nichts. Werde ich was dagegen machen? Nein. Warum? Kannst du schreiben, weil du ein Arschloch bist. Ja, vielleicht bin ich das. Ja, vielleicht bin ich das. Ist doch scheißegal, was du denkst. Oder irgendeiner von den Volltrotteln da draußen. Hey, können die gut. Ja, das können die gut. Kümmert euch um euch selbst, dann um euer Umfeld. Mehr könnt ihr nicht machen. Ihr seid nur eine Person. Ihr seid nicht Superman, okay? Habe ich noch irgendwas zu sagen? Nee. Euer Beton. Bis zum nächsten Mal.